Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich ganz doll, dass ihr mit dabei seid. Heute zeige ich euch, was ich in mein Make-up-Täschchen packe, wenn ich auf Reisen gehe. Und wenn euch das interessiert, dann freue ich mich, wenn ihr euch das Video anschaut. Kurze Info vorab, wir fahren nach Berlin und ich habe da einen kleinen Tattoo-Termin bei einem ganz tollen Künstler und freue mich da schon sehr drauf. Und wir treffen danach ein total tolles YouTube-Pärchen, die liebe Mira und den Orsorg. Ich verlinke euch den Kanal mal in der Infobox und schaut da gerne mal vorbei und lasst ein bisschen Liebe da. Vielleicht drehen die beiden ja auch einen Daily-Vlog und dann seht ihr mich und Herrn Muffin da auch. Mal gucken, vielleicht, vielleicht auch nicht. Und wir haben uns zum Essen verabredet und da ich da nicht ungeschminkt auftanzen möchte, normalerweise bin ich im Urlaub meistens ungeschminkt, habe ich mir ein kleines Make-up-Täschchen gepackt und da drin sind die Essentials, die ich mitnehmen will und die zeige ich euch jetzt mal. Zuallererst brauche ich natürlich Augenbrauen und dafür nehme ich mir den Catrice Brow Pomade Stick mit. Den gibt es so nicht mehr. Das war mal eine Limited Edition. Der sieht dann so aus, wie so ein Lippenstift, aber das ist Augenbrauenpomade. Ja, den habe ich schon gut benutzt, aber er wird irgendwie nicht leerer. Und das Schildchen ist auch schon ganz abgegrabbelt. Augenbrauenpomadestifte gibt es aber auch bei Trend It Up und bei Maybelline, die habe ich hier auch. Also ich glaube, den gibt es noch, den Brow Pomade Stick von Trend It Up. Den habe ich in der Farbe 30. Und bei Maybelline in Dark Brown Brow Drama Pomade Stick. Also falls euch sowas interessiert, ich finde das immer relativ easy aufzutragen. Einmal drüber gehen, mit dem Spoolie durchgehen und fertig ist die Laube. Mehr mache ich mit meinen Augenbrauen nicht. Aber die Augenbrauen rahmen ja das Gesicht und fühle mich mit Augenbrauen einfach noch ein bisschen besser. Dazu passend ein Spoolie. Der ist auch schon gut benutzt, wie man sehen kann. Dieser ist jetzt von Morphe x Jeffree Star. Aber es gibt auch von BH Cosmetics Spoolies. Oder von Zoeva oder von Essence oder von Catrice. Also da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Und für die Augen nehme ich noch mit die I Love Extreme Mascara in Waterproof. Ich weiß ja nicht, ob es regnen wird, wenn wir in Berlin sind. Und falls es regnet, nehme ich die mit. Die macht schöne Wimpern, die trage ich heute auch. Und die ist wasserfest und die lässt sich gut abschminken. Und deswegen wird diese Mascara hier mitkommen, damit meine Augen ein bisschen betont sind. Und zu guter Letzt, ja, das ist schon, sind schon die letzten beiden Produkte, ich nehme nicht viel mit, nehme ich mit von Maybelline Superstay Matte Ink. Das sind meine Lieblings-Liquid-Lipsticks. Das ist einmal die Farbe Lover. Das ist so ein schönes Rosenholz, Your Lips But Better. Also das sieht ganz natürlich und schön aus. Mal gucken, ob ich darauf Lust habe. Oder, falls ich es ein bisschen vampy haben möchte, ein dunkles Rot, die 115 Founder. Die müsste es auch noch im Standardsortiment geben. Das sind für mich die besten Liquid Lipsticks, denn sie halten Essen und Trinken aus. Sie verschmieren nicht, sie trocknen nicht zu sehr aus. Also ein bisschen trocknet es natürlich runter, aber es trocknet nicht Fetzen, also manchmal gibt es so Liquid Lipsticks, der bröckelt dann in so Fetzen ab und das finde ich furchtbar. Und das tun die halt nicht, die Maybelline Superstay Matte Inks. Und ja, deswegen nehme ich die mit. Lässt sich mit Abschminktüchern ganz gut abschminken oder mit Augen-Make-up-Entferner geht das auch. Also die lassen sich auch gut wieder entfernen, aber halten eben den ganzen Tag und das ist mir dann wichtig. Vor allem, wenn ich auch einen Tattoo-Termin habe, dann verzieht man ja auch manchmal das Gesicht, weil es ein bisschen weh tut. Und dann möchte ich, dass mein Make-up sitzt. Und deswegen habe ich diese Essentials in diese kleine Tasche hier reingepackt.
Die ist von Zoeva. Das war mal eine Limited Edition zum Weltfrauen, nee, Weltbrustkrebs Awareness Tag. Da habe ich ja auch die Pinsel mit dem lila Stiel von Zoeva. Genau. Und ja, das ist alles, was ich mitnehme. Mehr ist es gar nicht. Wer hätte das gedacht? Also vor 5 Jahren hätte ich noch einen ganzen Koffer mitgenommen. Ich habe ja auch von dem, dessen Namen nicht genannt werden darf, aber in diesem Namen Video schon genannt wurde. Ich hatte ja früher mal das hier mit. Diesen Tornister hier, diesen Make-up-Tornister. Und jetzt ist es dieses Täschchen geworden. Aber das reicht mir tatsächlich, um mich so ein bisschen schick gemacht zu fühlen für unsere Verabredung. Und ja, ach, guck mal, jetzt habe ich mal in diesen Make-up-Tornister reingeguckt, habe gleich ein Schätzchen gefunden. H&M Pale Pink Blush und ein paar Wattestäbchen. Die nehme ich, ach so, die nehme ich auch noch mit. Wattestäbchen, die nehme ich auch noch mit. Und was haben wir hier noch? Ein Kajal-Anspitzer, ein paar Haarklammern und ein paar Tunnel für die Ohren und ein Haargummi. Das muss natürlich auch mit. Ja, so ändern sich die Zeiten. Und genau, das ist, was ich mitnehmen werde. Haargummi packe ich hier auch nochmal mit rein. Sicher ist sicher, falls meins reißt oder so, weil ich trage die Haare selten offen, so wie heute. Habe ich für euch mich ein bisschen schick gemacht, ein bisschen geglättet. Oh, dieser Glanz. Wunderschön. Ich habe ein bisschen Haaröl reingemacht, mich ein bisschen schick gemacht für euch, für das Video. Naja, und jetzt wünsche ich euch noch eine wunderschöne Zeit und bleibt gesund und haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss.